Sächsische Zeitung verliert weiter Leser. Die Abonnentenzahlen der Sächsischen Zeitung weisen erneut einen großen Leserschwund auf. Innerhalb des letzten Jahres wurden bei den Ausgaben Dippoldeswalde und Freital zusammen über 400 Abos gekündigt. Das entspricht einem Rückgang von über 2%. Noch drastischer ist der Leserschwund bei der digitalen Ausgabe zu sehen. Obwohl E-Paper eine immer stärkere Rolle einnehmen, ist der Rückgang bei der SZ noch gewaltiger. So kündigten in Dippoldeswalde 14% und in Freital sogar über 25% der Leser ihr Abo für die digitale Ausgabe. Nicht zuletzt wird die Preispolitik des Verlages dazu beigetragen haben. Denn im letzten Jahr wurde der monatliche Preis für die digitale Ausgabe auf über 225% erhöht und kostet nun 17 Euro statt bis dahin 7,50 Euro.